Heute schauen wir uns drei PC-Gehäuse an, welche unter 100 Euro kommen. Allerdings sind sie nicht nur preiswert, sondern sie besitzen sehr viele Funktionen, damit du auch ein tolles Erlebnis bekommst. Los geht es mit dem Corsair 4000D Airflow. Dieses ist komplett für deinen Airflow ausgestattet, wie es der Name schon sagt, denn vorne und oben ist ein Mesh, welches schön viel Luft reinlässt. Du kannst also von vorne große Lüfter reinmachen, die die ganze Luft nehmen, und auch oben kannst du dann Luft wieder raussaugen. Gerade musst du dann nicht nur das hintere nehmen, sondern auch das obere, um wirklich ultimativ deinen Airflow rauszumachen. Der Vorteil ist, die Lüfter müssen nicht zu laut sein und es ist generell einfach angenehmer darin zu bilden, denn du kannst eine gute Grafikkarte benutzen, der CPU kann so viel Power verbrauchen, wie du möchtest. Es gibt viele Möglichkeiten dadurch. Des Weiteren kriegst du ja auch schon 2x 120mm Corsair-Lüfter mit dazu. Und es gibt auch noch Platz für weitere Lüfter, die du dann oben und unten natürlich einbauen kannst. Das Design ist sehr minimalistisch und clean gemacht. Das heißt, es ist nicht wirklich was Besonderes. Aber wenn du es in ein Zimmer stellst, zum Beispiel mit einem schwarzen oder mit einem weißen Design, sieht es recht gut aus. Den GPU kannst du dann auch noch vertikal einbauen, also deine Grafikkarte. Und es gibt noch ein Side-Case-Fenster aus Glas, welches sich rausschieben lässt ganz einfach, damit man auch schön von außen sehen kann, wie das Ganze denn aussieht. Das Gewicht ist bei 7,85 Kilo nicht gerade wenig. Das heißt, es bewegt sich schon, ist ein schwerer Brummer, aber das ist auch im Normalfall kein Problem, da dein PC ja irgendwo steht. Und wenn er schön viel wiegt, kann ihn auch keiner umwerfen. Auch die Anschlüsse sind mit 3.1 Typ C und einem Typ A Anschluss recht gut ausgestattet, ist der Standard, nichts Besonderes hier, aber dennoch gut für diesen Preis. Und wenn du einen Computer bauen möchtest, ist es recht leicht, da es eine gute Kabelführung gibt. Du hast Platz für 2 SSDs und 2 HDDs und der CPU kann bis zu 170 mm groß sein, also du kannst einen sehr großen und guten Lüfter einbauen und die Grafikkarte kann bis zu 360 mm groß sein. Hier kannst du auch fast jedes Modell einfach einbauen. Die Cooler Master Masterbox Q300L ist dann ein kompaktes Gehäuse für einen kleinen PC, welches dennoch eine starke Lüftung bietet. Denn die Höhe wird zwar weggenommen, aber die Breite bleibt und die Länge bleibt auch. Das heißt, es ist einfach ein Gehäuse, welches nicht ganz so hoch ist, was das Ganze schöner aussehen lassen kann. Gerade wenn du es neben dir hast, deinen PC oder unten, kann das vorteilhaft sein. Des Weiteren hast du allerdings auch zwei Nachteile. Du musst ein Mini-ITX-Mainboard nehmen. Das heißt, normalerweise hast du ein ATX-Mainboard, jetzt brauchst du ein Mini-ITX-Mainboard. Die sind im Normalfall auch billiger, allerdings haben sie nicht ganz so viele Funktionen. Das heißt, du kannst nur eine Grafikkarte dran machen, anstatt zwei Stück. Dennoch, du musst nicht sehr viele Kompromisse eingehen. Des Weiteren brauchst du auch ein kompaktes ATX-Netzteil. Das heißt, ATX wird unterstützt, aber es darf jetzt kein riesig langes sein, sondern es muss eine bestimmte Länge einfach einhalten. Preis ist wiederum sehr toll. Es kostet um die 50 Euro, je nachdem, wo du es holst, zwischen 50 und 60 Euro. Das heißt, es ist nicht nur knapp unter 100 Euro, sondern wirklich schön weit unter 100 Euro. Die Kühlung ist Hammer. Die Kühlung ist komplett Mesh vorne, oben und hinten. Das heißt, hier wurde nicht aufs Design gegangen, auch wenn ich das Design recht schön finde, aber es ist kein RGB-Design, das heißt, es wird nicht alles schön blinken, sondern es ist alles sehr simplistisch und für Mesh gemacht. Und Mesh heißt, da sind kleine Löcher drin, wodurch die ganze Luft gut und effizient durchgehen kann. Dadurch kann man es nämlich machen, dass ein kompaktes Gehäuse sehr viel Luft durchdrücken kann und auch genug Kapazität bietet, um deine Grafikkarte und deinen CPU effektiv zu kühlen. Des Weiteren ist bereits ein Lüfter hinten installiert mit 1x 120 mm. Es gibt allerdings noch Platz für ganze 4 weitere Lüfter oder du könntest auch eine CPU-Wasserkühlung mit einbauen, falls es denn für dich was wäre. Die CPU-Kühler können bis zu 159 mm groß sein, das heißt die meisten Kühler werden rein passen, nur wenn du jetzt wirklich einen sehr großen Brummer hast, wird es nicht mehr passen. Die GPU gehen wieder bis zu 360 mm, hier kriegst du eigentlich so ziemlich alles rein. Und beim Design, du kriegst ein Seitenfenster. Hier kannst du dann auch noch ein bisschen RGB spielen. Aber ich denke, das ist nicht der Hauptfokus bei diesem Gehäuse. Und du kriegst nochmal zweimal USB 3 an der Seite, um die wichtigsten Stecker, wie zum Beispiel USB, reinzustecken. Der Platz, da muss man sagen, die Kabelführung ist ein bisschen schwierig. Das heißt auch, dass es so kompakt ist und nicht wirklich viel Platz da ist, kann es schwierig sein, deine Kabel gut zu machen. Deswegen kann man hier empfehlen, ein modulares Netzteil zu benutzen. Ja, des Weiteren kannst du auch noch 2 SSDs reinbauen und eine HDD. Allerdings die HDD würde ich dir nicht empfehlen, denn so eine HDD ist doch schon recht groß. Normal verbraucht man sie nicht und sie wird einfach zu viel Platz hier einnehmen, denn es wird das ganze Aufbauen noch schwieriger machen. Es ist möglich, aber einfach schwierig. Stylisch ist das Ganze auch schön
und es wiegt 3,7 Kilo. Das heißt, im Vergleich zum anderen Gehäuse kriegst du ja ein recht kompaktes, weil es auch nicht viel wiegt. Somit kannst du auch mal gerne auf eine LAN-Party oder irgendwo mitnehmen. Zum Schluss haben wir dann noch das Mars Gaming MC Mesh. Das ist ein RGB-Gehäuse, welches sehr preiswert ist. Das heißt, du kriegst hier schon RGB-Lüfter mit dazu und musst gerade einmal 55 Euro bezahlen. Dafür kriegst du nämlich ganze 3 RGB-Lüfter, was wirklich ein super Preis ist für die 55 Euro. Und generell wird hier aufs Design geachtet. Das heißt, von vorne ist es schön beleuchtet. Du hast nochmal viel Platz für weitere RGB-Lüfter, falls du wählen möchtest. Um genau zu sein, bis zu 8 Stück. Und du kannst auch noch einen Mesh-Filter vorne benutzen, was auch noch eine gute Kühlung verspricht. Das heißt, nicht nur ein schönes RGB, sondern auch die Kühlung ist angemessen. Dafür, die Lüfter, welche hier mitkommen, können nicht wirklich die besten Lüfter sein. Und das merkt man auch, sie sind ein bisschen lauter wie normale Lüfter. Heißt, wenn du diese Lüfter jetzt einbaust, soll der PC vielleicht nicht gerade direkt neben dir sein, denn dann könnte es unangenehm werden. Wenn du allerdings Kopfhörer benutzt oder währenddessen noch Musik hörst, mit einer Soundbar wird es nicht unangenehm auffallen. Dennoch, wenn du jetzt wirklich nah dran sitzt oder auf Geräusche nicht so magst, dann solltest du dir vielleicht separate Lüfter dazu holen. Das Gehäuse an sich ist allerdings dennoch immer noch sehr preiswert, auch wenn du die 3 Lüfter nicht benutzt. Genau, des Weiteren ist der Platz recht groß, das heißt, du kannst ein Netzteil bis zu 290 mm einbauen. Willst du allerdings noch eine HDD einbauen, darf das Netzteil nur noch 180 mm benutzen. Im Normalfall werden allerdings die meisten Leute nur eine SSD einbauen und dann kannst du immer noch dein Netzteil so groß haben, wie du möchtest. Du hast insgesamt Platz für 4 SSDs, der CPU darf wieder bis zu 160 mm, also hier kannst du ein CPU so groß einbauen, wie du möchtest und deine Grafikkarte kann bis zu 320 mm. Ist ein bisschen weniger als die 360, deswegen solltest du davor schauen, wie groß oder eher gesagt, wie lang deine Grafikkarte ist. Im Normalfall, wenn es allerdings keine RTX 3090 ist, wird sie nicht länger als 320 mm sein, aber einfach, dass du da kurz aufpasst. Und das Gewicht ist bei 3,19 Kilo wirklich recht leicht. Kommt auch eben auf den Stoff, woher das hergestellt ist. Im Vergleich zum ersten kriegst du also ein gutes Leichtgewicht.